So, hallo und herzlich willkommen zur Join Dota League Season 5, Division 5 zwischen Naschverein und schönes Ding. Wir haben ein bisschen Zeit noch, bis es um 18 Uhr mit den Join Dota Masters losgeht. Dementsprechend Castorino, Nuberinos, nein Quatsch. Freunde casten ist immer das beste casten, außerdem zusammen mit anderen Freunden. Nehmen wir dabei Felix, der aber noch einen Kaffee holen ist. Radiant Team Ban. Tja, ja, bin ich mal gespannt, wie das Ganze, wie sich das verändert hat. 18 Uhr Lions vs. Empire, jetzt schönes Ding gegen Naschverein. Bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze ändern wird und auch wie das Meta ist, abseits von den hohen Sachen. Und wie es da aussieht, mit Titan noch gebannt und Viper noch gebannt, war sie eher, eher Helden mit wenig Maintenance raus. Aber ansonsten, Wisp, Brewmaster, Venture Spirit, First Pick, hat sich da sonst noch nicht so viel geändert. Und Center Warren ist hier noch drin. Ausgezeichnet, ich liebe Low Priority. Ich meine natürlich Division 5. Natürlich. Mal gucken, was ich hier von der Overlays habe. John Dota League ist schon so lange her. Ach ja. Tja, zwei deutsche Teams. Ja, Felix ist auch wieder zurück. Hey. Zwei deutsche Teams sieht man ganz gut, ganz ehrlich. Und Liebling, der Held der Massen, Pro de Toilette. Prio, Pro de Toilette. Tatsächlich ein Metaband mit Io. Ja, ja, ja. Okay. Und Brew. Das ist jetzt also der Unterschied ist hier, dass Helden wie Tidehunter und Viper gebannt werden, die halt einfach zu spielen sind und stark sind. Ja, Tidehunter kann ich verstehen, aber die Viper, weiß nicht, ja, die kann man so leicht beheben am Anfang. Meinst du? Ja. Bei zwei Gangs und brauchst du mindestens 12 Minuten, um wieder aufzuholen. Ja, das stimmt. Auch wieder Viper muss halt von vorne gespielt werden. Also das ist halt so Hit und Miss, wenn du es halt nicht hinbekommst, ja. Aber ansonsten Sand, Witch Doctor, Void. Ja. Void, Venge. Keine Ahnung. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade zu spät gekommen. Haben die den Witch Doctor in den Void vom SD gepickt? Nee, Venge was built first und dann Sandwich. Sandwich zusammen ist so, okay. Brauchen sie halt noch ein Setup oder irgendwas, was sie kontrollen können. Wenn man bedenkt, dass Ravage draußen ist und das Chrono draußen ist, ist halt so die Frage, was der große Massendisable sein wird, wo du eine Death Ward zünden kannst, aber. Ah, irgendwas wird ihnen schon einfallen. Können halt noch ein Pack spielen in der Mitte. Warum? Pack. Ja, warum? Den AOE zu Stun zu haben für Switch Adult. Ne, der AOE Stun ist 0,2 Sekunden, 0,1 Sekunde. Naja, Arcanus reicht. Skywrath Mage. Nee, ja, nee, ich meine halt, ja, Pack könnte sie in der Mitte halten, aber das Problem ist, dass sie sich dann umdrehen und Witch Doctor Stun. Was halt in der Krone und der Ravage halt schwieriger ist. Ja, das Positioning von Witch Doctor. Ja, klar. Wie immer. Ich sag mal, ja, klar, aber ein erfahrener Witch Doctor Spieler. Ja. Nee, Division 5. Muss ganz. Nein, okay. Ich werde es noch sehr lange sagen. Sie bannen den Pack selbst. Ja. Death Mage. Naja, vielleicht wird Witch Doctor für eine üble Push-Strat am Anfang und die Cask gepickt. Weiß nicht. Ansonsten Witch Doctor gegen Chen und sowas ganz cool mit der Cask. Oder gegen Minion-Armeen. Ja, auf Skyrath Mage Center war es doch eine gute Sache. Aber ich hätte es erwartet, dass sie jetzt irgendwie Sky Sand zusammenpacken anstatt Witch Doctor Sand. Aber gut. Alles das Meta, alles überlegen, was man sonst noch so hat. Alles. Ich überlege gerade, was sie mit dem Centaur Warrunner machen wollen. Ob sie denn mit dem Aggressive gehen wollen? Und dann vielleicht so. Maledict hochskillen? Dadurch den frühen Burst von Skyrath Mage. Macht Maledict richtig, es nervt richtig dann. Ja, es ist noch mehr Kills. Das Problem ist halt nur, dass Skyrath Mage halt früh den Mystic Flare nicht bekommen wird. Ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt am Anfang erstmal um die Kills geht oder ob es nur darum geht, dem Void das Leben schwer zu machen, es sei denn, die stellen den Void auf die Offlane. Okay, Rubik gefällt mir. Schade, dass ich nicht mitgespielt habe. Hätte ich den gespielt. Ja, gut, viele Stimpy zu stehen und da kommt der Troll auch. Ist absolut noch ein Meta drin. Sie trollen. Nee. Troll ist gerade irgendwie so ein, keine Ahnung, einer der imbersten Heroes. Ja, also nicht Imber, aber halt auch wieder 100% Pickbun.
Meistens gut, bisher ist, also bisher ist der Juggernaut noch drin. Das stimmt. Holy shit. Komischerweise. Also den können sie natürlich safe schicken. Und dann ja, ja. Void offlane. Geht sogar umgekehrt. Oh, schön. Ja, sie brauchen noch irgendwas dafür, ne? Bei Helden dabei, die mir gut gefallen. Rubik schon lange nicht mehr gesehen, so im Spiel. Und Magnus sowieso nicht. Ja. Haben letztens noch Magnus gesehen, aber das ist halt, brauchst halt irgendwas, um da reinzupratzen. Und ja. Ich weiß nicht, wollen sie Indie, also quasi Setup, AP, Skewer und dann Chrono oder was? Es kann sein. Also es kann man machen. Außerdem mit dem Void und dem Power. Ja, aber dann nimmst du auch irgendwie selber den Magnus raus, ne, wenn du die Chrono ein bisschen falsch setzt. Ja, kommt ich kann nicht, ich muss mal sehen, wie die es exekuten. Egal. Aber ich... Also ich gehe mal stark davon aus, dass schönes Ding jetzt noch eine PA picken will, wenn sie die bekommen. Sollten sie eigentlich nicht bekommen, weil es ist ein relativ offensichtliches Setup hier für eine PA. Ja. Sollte gebannt werden. Ja, schönes Ding ist jetzt in einer relativ guten Position, weil sowohl Juggernaut ist noch irgendwo drin und noch PA ist noch drin. Silencer hauen sie raus. Okay. Not convinced, aber wow. Meine, es sei denn, sie gehen davon aus, dass Void auf die Safe Lane geht. Aber ich verstehe, haben die so eine Angst vor dem Silence? Das ist ein starker Held, ein starkes Ulti, aber. Kann Deathwound unterbrechen, Scareth Mage's Uses, ja. Centaur ist halt auch so eine Sache. Aber weiß ich nicht. Naja. Carry Silencer. Hat der Troll auch keinen Mana mehr. Können wir machen. Ja, Juggernaut kommt raus, von daher wird schönes Ding wahrscheinlich die PA picken. Und Nash vor allem muss jetzt hier gucken. TA. Okay, anstatt den Troll sehe ich sonst immer in der Mitte. Okay. Es wird auch gerne als Carry gespielt. Gestern hatte Illidan den auf der Safe Lane gehabt und hatte es ganz gut abgegangen. Schönes Ding hat jetzt natürlich das Problem mit der Mitte, ne? Also PA Mitte wäre eigentlich das Perfekteste. Was jetzt halt noch cooler wäre, einfach den Alliance-Counter zu machen, einfach Lashback zu picken. Nein, mit dafür. Achso. Weil ja, das ist aber sonst an sich relativ unpassend zu den anderen Helden. Ich sag mal, selbst wenn sie den Magnus jetzt noch in die Mitte schicken, dann wird er da keine großen CS-Battles gewinnen, aber der dürfte da auch nicht sterben. Ja doch, ja stimmt. Der sollte halt eigentlich nicht sterben mit dem Skewer. Ja. Und er kriegt halt mit seinem, wie heißt diese erste Fähigkeit, muss ich mal gucken, Shockwave. Ja gut, damit dürfte er eigentlich ein paar CS bekommen. Das Problem ist halt, Magnus kriegt halt in der Mitte halt immer gleiche CS. Und er kann die Mitte gegen manche Helden gewinnen, aber gegen TA halt nicht. Und vielleicht picken sie doch eher was die Mitte gewinnen kann. Leshra könnte das tun. Leshra könnte auch ein ganz gutes Setup sein für eine AP und Chrono. Von außen halt rein. Aber es ist halt, ja, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Und außerdem müssen sie Mitte Leshra-Spieler haben. So. Ja, das. Wusste auch nicht, dass Pykat den kann, aber hey. Ja, das hätte ich. Ja, gut, Pykat. Ja. Das hätte ich jetzt noch so eingestreut, weil Leshra generell war Dota 1 Meter. Ah, da haben wir. 1 gegen Bots Meter, ja. Good old. Wer hat denn sowas gemacht? Absolut niemand. ja. Bristleback. Mitte? Bristleback einfach nur, um irgendwas für die Quills zu haben, um die TA zu. Okay. Sieht so aus. Wobei eigentlich Skatefish in der Mitte ist mit Magnus. Aber ob sie denke ich auch. Ich denke, das ist ein ganz ruhiger Bristleback offline. Ja, Wobbs sie kann das Ding halt auch machen, ne? Also Mitte kann halt sowohl Wobbs als auch Lars machen. Die erste Pause, ja, ja, ja. Okay. Dann schauen wir uns mal an, wie das mit dem Laning so aussieht. Ich glaube, bei NVA, beziehungsweise Nashfein. Bei NVA sieht es ganz klar aus. Wahrscheinlich wird ein Cent oben auf die Lane gehen, sagte er, und Aggressive Tri-Lane, so wie es aussieht. Nee? Doch, okay, einfach erstmal ab in den Jungle. Genauso wie das SD gerade machen. Aggressives Smoke-Movement direkt runter. Ohne Void. Mage hat den Smoke. Gecheckt das ein bisschen hinterher. Den ja, wollen sie natürlich irgendwo vorne eigentlich dabei haben. Ronny sollte okay sein mit dem Time Walk und SD macht eine Trap, ja.
hoffen, dass da jemand die Rune holen kann, aber ja, es sieht nicht so aus bei den Teams. Wir wollen halt irgendwie mal zeigen, dass sie mit dem Smoke umgehen können. Und ja. Also finden ihn. Wir schaut das vorne. Ja, und wir wegjumpen. Ein bisschen gespammt. Will nicht jumpen. Also gut, er hat mehr Regeneration als. Wow. Okay, doch, ich dachte schon, er jumpt jetzt halt zu wenig weg und stirbt noch. Hätte halt am Anfang direkt geblockt. Hier rüber jumpen können für dich. SD weiß es natürlich, dass sie alle im Jungle sind, deswegen kriegen sie unten auf jeden Fall die Rune, nur dass sie jetzt nicht vielleicht nur mit einer Ward auch deren Jungle noch blocken. Ja, wofür? Keine Ahnung. Rubik hätte zwei Sentries gehabt. Allein dafür zum Beispiel, dass der Bristleback auf der Offline so ein bisschen mehr bekommt an XP. Ja, den Pulse-Spot blocken wäre eigentlich eine gute Idee gewesen. Ja, weil sie hatten die Zeit und sie wussten, dass alle oben sind. Aber vielleicht haben sie andere Pläne mit den beiden Sentries, wer weiß. Oder hat nicht schnell genug reagiert. Ja, nicht dran gedacht. Nicht so positiv denken. Oh mein Gott, huge mistake! Huge mistake! Almost lost the game durch das. Nein. Almost win because of block in Mitte. Ja, die Lane steht ziemlich gut, aber ja, weiß ich nicht. Also in den Warrunner dürften sie ein, zwei Mal pick-offen können, locker. Auf der Top-Lane. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ja, du bist dafür verantwortlich, die Kids zu gucken, die ich nicht sehe. Oh, oh. Ja, ja. So Stichwort also, Tobi-Wan, Felion. Ja, genau. Schruck das Blatt, hab ich gerade nicht hingeguckt. Genau das. Ich hab Struck gestern gesagt, hier, okay. Du guckst, dass wir keine Kills verpassen. Und wir haben. Also wir haben mehr Kills verpasst, als irgendwie, wenn ich alleine gekastet habe. Das war so witzig. So, warum auch immer, aber es hat absolut nicht geklappt. Oder so. Kill auf the Port Plane, hast du es gesehen? Ja, nee. Nee, du. Ja. Ach, sie finden den Ort. In der Mitte kommt hier dann doch ja ein Kill. So. Ja, magst du das vielleicht nicht mal irgendwie besser ankündigen, damit ich auch hingehen kann? Ja, das üben wir noch. Sie finden oben den Pull-Through-Block-Ward, nenne ich ihn jetzt mal. Aber haben. Ja, aber haben halt einen eigenen Pull-Through-Block-Ward. Blockt der oder war das ein Body-Block hier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, müssen wir gucken. Also, es ist ziemlich nah dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ding halt die Box so hoch geht oder ob das halt. Keine Ahnung. So hoch geht. Nicht sicher. Ob sie versucht, unten die 2-Minuten-Rune zu klauen. Ja, verwundert mich ein bisschen, dass sie das da unten so leicht machen. Weil wenn ihr jetzt eine Haste bekommt, ist ein bisschen nervig unten. Na gut. Ja, mit der Illu, aber... Wir hätten nur Illu schon, oder? Whistleback und Illus haben auch Crispy, oder nicht? Wenn du sie von hinten haust. Das weiß ich nicht. Noch nicht so bewusst gespielt. Er kann jetzt natürlich mit einem schönen Micro irgendwie versuchen, da in Pulse zu verhindern. Sieht aber nicht so aus, ob die es überhaupt versuchen werden. Ja, er könnte blocken. Ja, mal einen großen... Großen Ding. Oh, jetzt die Elo-Bait. Der Elo-Bait. Oh, gut. Ja, wer meint. Hat doch, sogar einen Concussive-Shot verbrannt dafür. Sie so, die also haben den Concussive-Shot verbrannt und gemerkt, dass es kein echter Hero ist. Wieso wird dann noch ein Chaos-Kin hergeschmissen? Chris Blatt oben. Ja, hilft zurück. Wie du schon gesagt hast, der Kill wird dann irgendwann kommen. Jetzt haben sie Werwolf Sisi gefunden. Aber sie hat auch schon kein Mana mehr für Rode Toilette halt irgendwie. Ja, Bounce kommt nicht zurück, aber das sieht trotzdem knapp aus auf jeden Fall. Und der letzte Hit. Oh, der letzte Hit. Das war knapp. Ganz knapp. Aber? Ja, ein Quill mehr, glaube ich, und es wäre sogar ein Kill auf den Troll gewesen. Vier Kills Best Tricks. Offlane sieht aber ein bisschen besser aus bei NV. Ja. Fast Level 4 auf den Warrunner, Minute 3, damit könnt ihr zufrieden sein. Und kriegt jetzt relativ viel Erfahrung. Ja, aber ist dann Level 4 auf jeden Fall. Ist ja die Rune holen gegangen, war ein bisschen weg. Jetzt Level 4. Ja. Rubik rotiert in die Mitte. Wie sieht's denn aus mit den Last Hits? Die TE in der Mitte hat natürlich sich schön eingebunkert. Void farmt, Troll farmt. Also die Safe Lanes sind ganz even, nur in die Mitte. Die Waldo hat da schon doch ganz gut CS drauf. Was halt interessant war, dass die 2-Minuten-Rune ging halt komplett an SD. Mal schauen, wie das mit der 4-Minuten-Rune aussieht. Die geht anscheinend erstmal niemanden. Obwohl die Waldo keinen Gains hat. Jetzt kommt tatsächlich der Lift und Skua zurück, aber nicht ganz in Tower Range. Schöne Idee. Ja. Aber sie müssen ihnen klar sein, dass sie nicht zum Pickoff kommen. Oben ist eine Haste. Damit kann ein Rubik Spaß haben. Aber Magnus hat die Bottle.
Die würde ihm nicht klauen, wahrscheinlich. Unten bekommt Bob Steezy schon wieder eine Rune. Ja, ist damit aber nicht wirklich weiter als. Na gut, jetzt langsam weiter als Brainfuck. Immerhin Magnus mit der Haste-Rune ist halt auch scary, weil er schön den Skyrn machen kann. Ich finde, Bristleback ab Level 3 ist der einfach sau scary. Gerade für einen Support ohne Boots. Ja, ab jetzt halt dann. Hat aber kein Google-Skill. Doch ein bisschen zu viel Respekt da unten. Naja, kann halt einfach Quills machen. Oh, Lucky Bash ist. Dürfte ein Tod sein von Obstesia. Ist sie so squishy? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ja, Troll hat auch ein bisschen Glück gehabt da unten. Ja gut, aber der Bash war ja nicht das Entscheidende. Also der Damage ist halt einfach rausgekommen. Ohne den Bash hätten sie ja halt noch ein bisschen weiter gechased, das wäre halt kein Ding gewesen. Aber das ist halt wirklich nichts. Wir sollten vielleicht versuchen, unten den Bristleback so ein bisschen zu supporten, ein, zwei Level, weil dann kann der unten allein überleben und macht so ein bisschen die Lane kaputt. Aber ja, sie priorisieren hier den Farm vom Void. Aber Void hinter TA und hinter Troll. Ja gut, Troll ist jetzt auch ein bisschen gefeedet worden. TA hat eine super Leine da in der Mitte. Aber ja, hinter, mehr Denies ist even. Die Lanes sind ja schon die Nummer 1 auf jeden Fall. Zurück. Stun und Lift über. Aber ja. Da kann man den Stun ein bisschen besser abschätzen. Ja, es wäre nicht key gewesen, besonders weil auch noch ein Fadeboard da gewesen wäre. Denke ich auch. Das passiert aber auch oft, wenn man sowas wie ein Line hat oder so und die Teamabsprache passt nicht ganz, dass dann aller Disable in einer Sekunde rauskommt und Damage reicht nicht und der Offlaner sagt, jo, dann gehe ich mal gerade zurück und heal mich und dann ist es auch gut. Ja, es ist halt Stand-In und so. War halt nicht die Absprache, wer zuerst sind, dann war es das halt. Sie kann da nicht vorbei. Das machen die Supports schön hier unten. Ja, sie halten ihn immerhin raus. Ihn natürlich durch den Ward. Das Schöne ist halt, die Supports müssen nicht rotieren. Die Valor ist in der Mitte okay, außer wenn Skatefish jetzt die Skill hätte, aber ist noch cooldown. AP ist halt auch fertig, von daher hätte ihn durchaus gehen können, wenn der Skill noch auf cooldown wäre. Was sie versuchen sollten, schönes Ding, wenn sie den Bristleback so weit hinten haben und der jetzt auch erstmal in der nächsten Zeit kein großes Land sehen wird, versuchen die Engines zu stacken, dass er wenigstens eine Minute 10, vielleicht nochmal 400-500 Gold mit 3-4 Crit Sprays nochmal extra bekommt. Ja. Und dann so ein bisschen versucht, zu catchen in der Mitte. Jetzt auf den Kill. AP benutzt. Jetzt hier Ruby sehr geslowt, Junko wird down gehen. Aber kein Glück. Skeffish kriegt hier nicht ins Go hin. Ah, und muss Lauf Mana. Botteln, aber ne. Old of Mana. 1:1 der Trade, aber super für SD natürlich, die TA down bekommen. Ach, Rubik benutzt. War echt unglücklich, dass er auf dem High Ground nicht die Misschance hatte. Muss Void auf der Safe Lane selber pullen. Gut. Oh. Ich weiß nicht, kann sie eigentlich schon nur ganz gut mit dem Sand battlen. Also man hat er halt einfach eine Krone und da sollten jetzt langsam Supports kommen, weil das ist ein Kill. Das Ultimate auf dem Centaur da. Ja, das ist halt egal. Also sie brauchen den Damage haben sie mit Void jetzt mit der Mass of Madness. Das heißt, der Kurier soll kommen, zwei Supports sollen kommen und das ist ein easy. Wir sehen es gerade auf der Bottom Lane, wieso das... Ja, ja. Ja, da ist der Rubik aber da. Aber jetzt kommt der... Ja, wird zurückgeworfen, genau. Schöner Lift. Wenn Rubik nicht da ist und der Warrunner sein Ulti zündet, ist das ein Tod von Bristleback. Ach, schöner Support vom Rubik da unten. Ja, also die müssen wir jetzt nach oben tippen. Also oben ist halt ein Kill. Der steht da. Ports haben keine TPs. Doch, Rubik hat eins. Ach, das ist da oben. Ich hab schon gesagt, so. Warum? Aber ja, oben TA. Hat einfach mal den Magnus überrannt. Ja, das hab ich nicht mitbekommen. Naja, war halt ein Skür zur Rune. So. Ein Rennen zur Rune. Und da gewinnt natürlich die Stampede. War noch eine ähnliche Rune. Ja, Ronny hat jetzt oben seine Master of Madness. Ich weiß nicht, ob das ein Solo-Killer auf dem Centaur ist. Okay, Bristleback stirbt schon wieder. Aber, weiß ich nicht. Also wenn die Supports nach oben rotieren, gibt's halt einen Kill. So, das ist halt zu 100% gesetzt. Das ist relativ tanky. Ja, was soll er tun? Master of Madness, Ronny. Und zwei Supports stehen drumherum. Mit der Venge for Spirit Wave. Das ist halt ein Kill. Aber jetzt versuchen sie. Oh, der Smoke wird direkt aufgedeckt in der Mitte. Das ist bitter. Ja, das ist auch sehr interessant, dass sie da hergesmockt sind, wurden aufgedeckt. Junkhawk hatte einen Dust dabei. Ja, sie ist gerade ein Dust, aber er macht nichts. Nö. Ja, Ronny wartet darauf. Minute 10, die ersten Ancients. Okay.
Ja, kann man machen. Ja. Ich frage mich trotzdem, warum die Supports jetzt nach oben nicht mehr weitergegangen sind. Also, da ist halt ein Kill. Ikrono, es ist ein Kill. Einfach nur ja, abholen. Sie haben sich von dem Smoke aufdecken so ein bisschen beeindrucken lassen. Verstehe ich nicht ganz, warum. Das passiert halt, aber gut. Ja, ist halt so, okay, Centaur sieht sie kommen. Oder denkt, dass sie halt weiter in die Richtung gehen. Sie haben ja danach keine anderen Wards mehr. Man muss halt zurückbleiben. Rotieren sie jetzt nach unten? Ja gut, jetzt müssen sie aber in der Mitte, im Wald jetzt den Scarus finden. Ja, finden sie auch. Aber keine Ahnung, hier dran zu kommen, Scarus schon Boots. Schnell. Dreht sich um. Ah. 375 mit normalen Brown Boots, yeah, Wahnsinn. Yeah, yeah. Das würde auch gerne als Bottle Crow benutzt werden. Hier schön weiter lässt Wops diese mal kurz die Hinterrücks machen. Aber ja, jetzt ziehen sie halt wieder zurück. Jetzt kommt die DPS nach oben, endlich. Und Ronny kriegt hier einen Kill. Oh, die Rotation kommt tatsächlich. Ja. Oh, vier Heroes halt können sich für FN Offlane killt. Oh, ein Skewer daneben. Aber es dürfte egal sein. Ja, natürlich ist es egal. Aber der Kill hätte ja schon viel früher passieren können, wenn Ronny halt einfach nach der Chrono halt mal seine Mask of Madness angemacht hätte. Anstatt es halt zu lassen. Ja, ich bin immer nicht so gut mit diesem Metakram, aber ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass man Magic Missile hochskillen muss. Ich bin ein großer Freund von Wave of Terror Maxen. Was auch noch geht, ist Wave of Terror nur für Division einmal und dann Vengeance Aura. Macht gut, natürlich bei dem Lineup jetzt nicht so viel Sinn, aber da muss die Wave of Terror gemaxt werden, vor allem wenn ich in der Chronum einem Hero helfen will. Jetzt maxt er sogar nochmal Magic Missile hoch. Ich weiß nicht. Aber ich bin da zu wenig drin, vielleicht macht das auch Sinn. Nee, macht's nicht. Also es macht, ja, es ist halt Burst Damage, aber ansonsten bringt es halt nichts. Und grad, ja, das ist ja gut, das ist relativ heftiger, 250 jetzt schon. Weil wegen der Duration, also 0,1 Sekunde mehr ist Quatsch natürlich. Also es ist nur Burst es und ist mehr Damage, Mana. Ja. Also im Prinzip musst du die halt auch vielleicht ein bisschen maxen, einfach weil der Cooldown halt runtergegangen ist mit dem letzten Patch. Aber es ist ja trotzdem so, du hast die Wave eine Sekunde Möglichkeit, mehrere Leute da zu haben. Du hast halt eine Chrono, das heißt du musst in der Chrono den Damage machen und dafür ist natürlich Wave of Terror wesentlich besser. Ja, und 3 Sekunden, wenn man so hochmaxt, 3 Sekunden weniger Cooldown, ist auch nicht so die Welt. Hat ohnehin einen geringen Cooldown. Kann man als zweites boxen, aber. Ist jetzt situationsabhängig in der Situation, glaube ich, aber wäre Wave of Terror wahrscheinlich doch besser. Ja, vielleicht hat er sich auch irgendwo verskillt und denkt dann, na komm, jetzt habe ich einen zweiten Point drin, jetzt kann ich auch ein anderes Bild gehen. Wer weiß. So, ansonsten, TA sieht gut aus. Ja, TA ist gefett ohne Ende. Ich will Networth ansehen, Top Networth. Ja, Rishi Kills über 1000 über Ronny. Und 2000 über Magnus. Ja, Kill unten, auf Obsidi mal wieder. Eventuell geht's gar nicht mehr down. Ah, kriegt nicht mehr rechtzeitig noch was Sie müssen unbedingt da unten aufpassen. Man kann viel Spaß haben auf der Offlane, wenn man gegen unerfahrene Safelaner spielt, aber das sieht hier ganz und gar nicht so aus und das sah auch schon vor 2 Kills nicht so aus und es wird immer weiter gemacht. Und der Troll, der hat die Zeit seines Lebens. Joa. Hätte sogar auf Midas gehen können, aber er spielt sicher. Hat jetzt Im schon Prinzip könnten sie eigentlich jetzt aggressiv gehen, quasi Supports können halt unten bleiben. Ronny ist halt oben unten klar, immer wenn die Kronen auf Cooldown sind, TP hat einer hoch, tötet den. Wenn die Mensch fürs Bild kommt, ist es halt unten ein Kill. Ist halt frisch in der Mitte. Ist jetzt Invis. Oh, und das dann kommt noch zu greedy. Schön in die. Blind. Schön blind. Ja. Es sei denn, sie haben die Umrisse noch gesehen. Nee. Das war halt einfach, dass sie geslowt wurde und deshalb nicht wegkam. Ziemlich gut gemacht. Schöne Plays von NVA. Naschfein. Ist so ein too strong giving new names to teams. Ja. Just OP. Weil das darf. Ja, jetzt kommt die Rotation vom Void nach unten. Ja. So ein Double Kill wäre jetzt natürlich nicht schlecht. Ja, Ronny muss jetzt hier rein, aber wenn halt. Der Rubik könnte auch so langsam mal ins Spielzen. Jetzt, oh, genau. Oh, genau den richtigen. Genau den richtigen geklaut. Wunderbar. Ja, ein bisschen jetzt gewartet mit der. Dings. Aber Sisi zieht sich zurück. Warum geht der Void da? TA kommt spät rein. Die hätten vielleicht noch einen Scareth kriegen können. Ja, aber jetzt hat sie wieder ihr Spaß. Hin. Ja, guck mal. Junko geht wahrscheinlich sogar, ne, überlebt das Ganze noch, aber halt so. Das ist halt das Übliche, ne? Du hast halt hier einen Kill, der halt eindeutig ist, und beide warten halt hier so. Und gehen dann halt back, wenn er tot ist. Aber vorher gucken sie ihm zu. Ja. Naja. Ist halt, naja.
finde es grundsätzlich nicht so schlimm, wenn man ein bisschen auf seine Teammates guckt, weil im Standard-Public guckt jeder nur auf sich selber. Aber hier ist es vielleicht ein bisschen verkehrt gewesen, weil das war riskant. Das war halt riskant und das hätte man durchaus... Warrunner Ulti war off Cooldown. Okay. Und TA kann dive mit Refraction. Oh, habe jetzt aber nicht auf ihren Mana-Pool gesehen, eben, um das schon zu sagen. Void versucht sich mal in das an den Ancients. Ja, sieht doch ganz gut aus. Das ist eine Catch-up beides, würde ich sagen. Nö. Maestrum. 1600 Gold. Wenn sie auf Midas gehen, ist es zu spät. Also, die haben die den Zeit nicht. Den Void spielt man nicht mehr auf Battle Fury, oder? Nee. Das war mal. Besonders nicht mit dem Magnus drin. Ja, gut. Das ist ja das Schöne mit Magnus und der AP, kannst du halt wirklich jeden... Er hat Empower Helden nicht geskillt, interessant. Wozu denn? Ich finde es einen sehr starken Spell, muss ich ehrlich sagen. Ja, in der Lane 50% ist es halt Bonus-Damage und Cleave finde ich sehr stark. Das ist halt auch die Frage, bei der TA hast du halt wirklich das Ding, dass du mit Shockwave halt hier nichts an Damage machst, von daher ja, das kannst haben du bei Magnus sogar gesehen. In der Mitte wegkommen, dass du einen 0-1-1-Bild quasi gehst am Anfang. Dass du halt einfach mit dem Empower deine Last Hits holst und mit dem Battlefield-Effekt mit dem Cleave halt einfach noch die Reflection-Charges wegnimmst, weil die Shockwave bringt halt nichts auf der Lane, außer dass du halt besser Last hitten kannst, was gegen TA tatsächlich ein großer Punkt ist. Aber du committest halt durch die Shockwave, die halt irgendwie Level 3 sein muss, bevor du Last Hits holen kannst, also sehr viel für, ja, Last Hitten. Ja, also 3 Level nur für 1-2 Last Hits mehr. Ist auch die Frage, wenn man den Magnus vernünftig spielt, kriegt man vielleicht auch so 1-2 Last Hits. Ja, das schon, aber du kannst halt nicht so nah dran, von daher ist es halt hier der defensivere Build, der auf jeden Fall sinnvoll ist, weil wenn du halt in die Q5 dran gehst gegen die TE, ist halt ein Damage. Interessanter Lane Ward oben von SD. Er würde sich hier sehr viel besser tun. Ne, er guckt halt nicht so weil weit hier hoch. Hier, das bringt mir halt nichts und so habe ich die ganze Vision hier runter. Ja, wenn dann würde hier, ich hier den hinsetzen. Den hier noch. Du halt den hier hast. Ja, als Radiant, aber das ist ein Dire Ward. Da will ich, glaube ich, lieber hier reingucken. Ja, wenn Ronny alleine farmt, kann die Rotation ja auch schon kommen. Ja, gut. Hier reingucken. So, wo bleiben die Peace für die... Da sind die TPs. Minus 1, Rubik. Was mich sehr überrascht, sind halt diese Traps hier. Warum sind da so viele? Und warum sind die alle auf einem Platz? Und warum ist auf der Top-Rune noch kein Way? Keine. Ist ja so. Also 5 Traps in der Mitte. Aber naja, man hat halt immer eine, wenn man die braucht. Sie markiert ihr zu Hause auf jeden Fall. Naja, was hier, sie geht unten auf der Bottomlane nicht down. War natürlich knapp. Ja doch, Blink auf Magnus, ist ein Kill jetzt hier auf Proletoilette. Los, ja. Oh, wieso? Schöner Nicht-Swap. Warum wird der Swap dafür gewastet? Ich weiß nicht, was die Vengeful Spirit da erwartet hatte, was passieren würde, wenn ja. Magnus halt dahinter blinkt. Sei denn, sie reden einfach nicht genug miteinander, das kann natürlich auch sein. Auf der Top-Lane passiert was? Schöne Krone? Schöne Krone nicht. Also schöner Blink, meine ich. Aber auch der Blink nach vorne ist ganz cool gewesen. Boah, Rubik überlebt das. Rubik überlebt das, ja. Und aber da kommt der aber Ronny halt nicht. Das Problem ist, es kommt halt immer noch keine Rotation. Doch, Slenderman ist jetzt da. Leider keinen defensiven Spot mehr. Because of reasons. Und ja. Da ist nicht rechtzeitig genug. Oh. Kann jetzt den hätte er sich, glaube ich, noch nehmen können. Ja, den hätte er auch machen können. Aber jetzt müssen sie sehen, dass er da rauskommt mit Warp Steezy. Solo-Kill auf Magnus. Aber erstaunt sich, wie das relativ passiert hier. Schöner Sacrifice von Witch Doctor da. Ja. Wieso sind sie noch da? Wieso sind sie noch da bei Cold Spray? Keine Ahnung, weil die hier kommt, hat hauptsächlich sie noch Kills bekommen. Und zwar viele. Trap setzen. TA. Ja, könnte man machen. Der Blink ist okay. Ja, es werden hier gedived am Ende. Ja, sie wissen, was sie können. Wie stark sind. Centaur wieder mal mit 60 Leben. 60 ja, ganz knapp. Überlebt. Weiß ich nicht. Große Dinge da dran. Weiß nicht, ob Troll da wegkommen musste. Rubik hatte noch Berserker's Rage. Ach ne, Quatsch, Moment. Das andere ist nämlich Willing Edge Access gewesen. Das erklärt so einiges. Der Void merkt so langsam, dass sein Maelstrom irgendwie gelb geworden ist. Und eine Ketchup-Midas geworden ist. Bamz. Gotcha. Finde ich okay. Auch ja, wenn ich grundsätzlich kein großer Fan bin davon. Eine Mask of Madness. Die ist ein ziemlich guter Spell zum Farmen, wenn man sie benutzt.
denke ich nämlich auch. Also entweder Midas oder Madness. Nee, du kannst beides machen. Ist halt noch schneller, aber man muss halt auch benutzen. Und nicht halt erst auf eine Creep Wave, sondern halt auf eine Movement Speed. Weiß nicht, ob das notwendig ist. Eine Midas, wenn man eine Maske und Madness dann ohnehin eine Safe Lane Farm ist, dann sollte man ohnehin einige. Aber ich bin wieder zu kritisch, glaube ich, aktuell. Notwendig, du ernsthaft? Double Damage unten. Ist halt, kannst du das Wort notwendig doch nicht bei einem Carry in den Mund nehmen? Seriously. Notwendig? Hallo? Mehr hast du jetzt, pure das Carry Hate. Notwendig? Alter. Das ist wie, wenn du Illidan sagst, er braucht keine Last jetzt mehr oder Black mit seinem Anti-Mage. Ja, der könnte jetzt halt pushen und nicht farmen. Was? Ja, ja, genau. Na was? Wie kannst du... Auch kannst wenn das Pushen die richtige Entscheidung ist, ich muss weiter farmen. Natürlich. Oh, mein Farm, mein GPM gehen runter. Ja, alles für die Statistik, auch wenn wir nachher verlieren. Ja, es ist besonders halt auch jetzt im neuen Patch halt, in einem neuen Meta und im neuen Patch halt umso wichtiger halt weiterzufahren. Weil die Wrecks geben halt nicht nur dir mehr Geld, sondern sie geben halt dem Team Geld und es bringt dir halt das Carry halt wirklich gar nichts. Ja. Also für deine GPM-Statistik ist halt Quatsch. Deshalb würde ich halt auch als Carry, wenn halt Wrecks gepusht werden, halt einfach im Dschungel sein, weil da gibt es halt mehr Gold, als die Wrecks bringen. Also für die Zuschauer, wir haben nicht nur einen Troll im Game, auch im Caster-Bereich. Passiert hier was in der Ancients Area? Sieht nicht so aus. Nö. Dschungelfarm. Der, wie hat er es genannt? Der typische Standoff in der Mitte. Pub-Standoff. Was gucken uns lange denn? An und wirfen uns böse Wörter gegen den Kopf, ohne was zu tun. Irgendwas war da, von wegen der Low-MMR-Pub-Standoff in der Mitte. Wieso? Und dann habe ich mir nur gedacht, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Nicht hier, aber halt von Pubs. Ich weiß nicht mehr, was es war. Sie könnten versuchen, ein bisschen aggressiver zu warden in dieser Region und dann wirklich mal versuchen, mit dem Troll eine Push anzunehmen. Ja, die haben die Advantage halt, weil beide T1 down sind in der Area. Sieht auch nicht so aus. Die sind, glaube ich, gerade zufrieden, wie es läuft. Im Late Game sieht es auch okay aus. Ja. Hier raus. Oh, schön. Schöner Safe von Skatefish. Auch wenn Schlenderman wahrscheinlich so rauskäme, aber ja. Schöner D-Ward jetzt hier von ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, wenn NV ein Pick-off kriegt, kriegen sie sofort einen Roshan rein. Wahrscheinlich, ja. Double Edge. Ja. Double Edge bringt ihm nichts. Naja, Rick hat eingebaute Magic Resistance und damit ist Double Edge mehr Damage rein, als sie rausgeht. Andersrum. Nevermind. Ja, TA hat's hier gut gemacht. Tja, der Troll. Well played. Schön in die Bäume geblinkt. Ah, ja. Tange und Yasha auf der TA. Jo. Anstatt Crit mobil, oder Deso. Mobil. Ich spiele die nicht. Wie ist das okay? Ja. Ja. Okay. Dann zwei Tange und Yasha ist jetzt im Spiel. Super mobil und das ist halt. Außerdem mit Movement Speed von Troll und von TA können sie halt beide zusammen rumgehen. Movement Speed ist. Ja. Wichtig. So, jetzt in der Mitte. Den Pick-off müssen sie kriegen jetzt. Das habe ich am Anfang gemeint. Was erhoffen sich von Skewer Chrono? Naja, das war halt nicht Skewer Chrono, das war Skewer und Fate Chrono. Also hätte halt durchaus einen Stun von Avenge gereicht oder so. Und jetzt haben sie ein kleines Problem. Ja, kann halt als. Könnte eigentlich als Bristleback jetzt hier schön den Rückzug antreten. Relativ schlechter das Wort, aber. Ja, passt. Wir brauchen den Kill nicht, sie brauchen den nicht. Warum chasen die ihn so weit? Die Waldo, ganz knapp. Aber nein, er wird down gehen. Void wird hier down gehen, ja. War ein schöner Bash oben. Ich steht auch noch ein bisschen drauf. Hätten sie nicht so weit gedived, hätten sie mit der TA schön Roshan machen können, aber sie versuchen es nicht. Deswegen, okay. Na, Set Killing Blow. Wenn schon, dann richtig und durchdiven. Außerdem hat ja der Bristleback nur noch die Hälfte an Leben. Was what could possibly happen? Mit Vanguard. Ja. Hat aber jetzt, also ich finde, CZ hat schon ein bisschen aufgeholt. Also, Crimson Guard fertig, Portraits bei dem Start. Bei 2-6. Ja, das auf jeden Fall. Er hat aber auch ein bisschen Raum bekommen zum Farmen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Hat er Ancients genommen? Aber sie haben die auch nicht gestickt für ihn. Ist auch interessant. Geht jetzt auf die Safe Lane. Und schön von Schlenderman hier runter zu gehen. Sie haben halt hier diesen Ward gehabt. So, haben halt gedewardet. Sie haben hier unten gesehen,
dass der Support vom Low Ground auf den High Ground die Ward dewardet hat. Das heißt, die Ward war entweder hier oder hier. Das heißt, es war offensichtlich, wenn er hier runter geht, die Ward zu setzen, dass jetzt instant dewardet wird. Eigentlich schon. Ja. Ja, nicht aufgepasst. Oder halt, Jankok hat die Ward gesetzt, hat das geguckt und Slenderman hat es dann halt. Also, ja, der Support hat es für sich gehalten, wo die Ward ist. Beziehungsweise, dass da eine Ward ist, auf jeden Fall von Radiant. Grafenzeit. 5000 Gold vorne für Networth, für ein V und dasselbe sieht für XP aus. Generell Networth, ja, TA ist vorne, aber Ronnie ist da noch dran. Aber klar, Midas und Mask of Madness ist ganz gut. Könnte ja Pickoff passiert oben. Down, ja. Schön. Kommt er nicht wirklich raus. Tja, ansonsten im Networth, weiß ich nicht, der Troll ist halt noch weit oben. Aber Ronnie könnte ja durchaus die Möglichkeit hier sein, zurückzukommen. Mit dem empowernden fetten. Ich habe auch das Gefühl, es ist ein Teamfight. Eine gute AP, Krone, ein bisschen Damage. Bisschen Roshan. Dann vielleicht zwei, drei. Jetzt geht nee, SD in Roshan? Nein, aber sie Problem finden ist, die halt, TA. Ist TA und haben sie die frühe Krone. Ohne die Krone würde ich jetzt mal so sagen. Weil sie haben halt genug Control. Sie haben halt zwei Stunts. Okay. Gut, den kann man nicht fahren. Weiß ich nicht. Hey, vielleicht hätte man damit einer gemaxten World of Terror den in der Krone töten können. Aber okay. Sie nehmen den Trade an und nehmen dafür einen T2 auf der Top. Ja, das ist halt. Nee, also das ist. Kann mit leben. Natürlich ist es worth it. Ja, würde ich auch sagen. Nee, aber ein auch Kill SD. Ist okay. Also der Kill war okay. Ja, sie mussten ihn nehmen. Kann aber auch den Tower nicht verhindern. Ein bisschen zu spät. Ich dachte eigentlich, dass die Roshan sneaken. Aber. Das wäre halt mit der Venge halt immer möglich. Roshan ist einfach ein NV-Thema im Moment. Und es war auch schon vor 5 Minuten ein NV-Thema. Es wäre aber jetzt ein schöner Snipe gewesen, einfach weil sie halt oben waren. Hatten sie Zeitgefühl gehabt. Interessant, dass der Witch Doctor sich separiert von der Gruppe. So noch nie gesehen. Naja, Arganims farmt sich halt nicht alleine. Ne? Das ist das typische Ding. Die ist halt farmen. Aber sie sehen halt auch. Also sie haben halt braucht die Level unbedingt. Ja, ja, Level 10. Guck dir die Wards an. Die Lane ist ultra secure. Ich meine, wo wollen wir denn vorbeikommen? Wie haben sie denn den hinbekommen? Genial. Ja, ja. Wundert mich, dass der noch nicht gedewardet ist. Naja, sie wissen halt, dass er da ist. Aber sie haben halt keine Sentry. Sie haben auch keine Sentry, Sir. Gerade nicht. Könnte mal jemand kaufen. Tja, vielleicht wird jetzt hier den Gate kommen. Hazel Troll wird direkt ausgepinkt. Ja. Oh, und der T2. Man erkennt keinen Unterschied im Movement Speed, weil er einfach so schnell ist. Mhm. Ja, und jetzt kommen sie halt alle hier hoch. Direkt von deinem Ward. Sie sehen sogar die Trap da. Es ist jetzt halt so ein Ronnie, sieht so um. Okay, ich glaube, also da kommen gerade vier. Das Lustige ist tatsächlich, wenn halt Ronnie hier, die Vision ist ja hier zu Ende, und wenn er halt hier hingewesen wäre, hätte es gesehen, hätte er halt einfach Jump Chrono machen können und sie hätten halt irgendwie einen Pancake hier machen können. Geht er so weit? Cool gewesen. Die Time Walk. Der geht von hier bis was da. Was denn hier bei deinem Walk? 1300. 1300, hui, okay. Ja, ja. Schon Level 16. Nach der Midas könnte es Level 17 sein. Ja, das Arganis müsste eventuell kommen. Also ich würde zumindest auf Arganis gehen. Aber sie haben ziemlich viel für die Krone. Krone ist wichtig. Farmt schon gut, das muss man sagen. Ja. Was ja, macht denn unser Witch-Doktor? Mass of Madness. Muss ihm dann aber auch in der Mitte die Solo-XP geben. Ja gut, jetzt ist er trotzdem Level 11. Deathward Level 2. Der könnte wehtun in der Chrono. Ja, Ronny geht da raus und macht... Oh, in der Wicht. Rainfuck kam die Chance. Schön. Geh raus. Oh, der Toilette geht jetzt ja auch noch schön down. Schönes Gehör. Aber Ronny geht jetzt hier tatsächlich down und jetzt ist der Troll da, jetzt sind die ganzen Cross da und die Krone ist halt umsonst. Jetzt kommt ja die AP auf 3, wunderschön gemacht und jetzt kommt schöne Sachen rein. Die Frage ist halt, ob sie irgendwie überhaupt Kills bekommen. Denn die Vidos sind auch immer noch drin. Reflection ist wieder hoch, könnte sogar turnen. Aber ob sie sich halt auch da drin hat. Oh, es geht nicht. Übel gelaufen. Schön abgewartet. Aber die Vido hat jetzt keine Reflection Charges mehr und geht jetzt nach down. Slenderman überlebt das sogar. Triple Kill für Wobbsteezy. Wunderschöner Engage. Und kompletter Team-Wipe. Wichtig. Wichtig für ja, die AP war super. Force-Death into AP. Wollte die TA nicht melden oder hatten sie Vision? Ich glaube nicht. Es hätte entweder noch ein Kill oder das Überleben sein können.
Ward. Oh ja, Ward. Also war auch genau da drunter gestellt worden. Gut, dann war es die richtige Entscheidung, einfach weiter zu hitten und dann zu hoffen. Ja. Ganz schön tanky, die Templar Assassin jetzt. Geht auf den Scuddy. Ich Wort Geld. Ja, definitiv Geld, 8-4, ne? Aber ist da doch einiges down gegangen, da, was sie bekommen hat. Mit der Venge. Keine Carry-Venge, aber nein. Ich glaube, so spät wollen sie es nicht treiben auch. Weil sie es, glaube ich, tatsächlich ziemlich weit treiben können. Also, wenn sie late gehen wollen, können sie es tun. Klar, Witch Doctor kommt halt raus, aber sie haben halt kein Setup dafür. Sie haben halt nichts, wo sie halt sagen würden, Chrono und Death Ward und dann ist das Spiel vorbei, egal zu welchem Zeitpunkt. Von daher ist die Death Ward halt, können sie mit dealen. Sie haben halt irgendwie genug Stunts dafür. Weiß gerade im Moment nicht, wo der Schlüssel zum Erfolg für schönes Ding liegen soll. Late Game würde ich nur dann versuchen, wenn ich auf meine Krone 100% Verlass habe. Weil wenn eine daneben ist, okay. Bei einem Late Game Scarlet Mage mit Krone ist immer, das ist immer übel. Mhm. Versucht aber gar nicht auf Arcanims zu gehen. Ja, Seth, muss nicht unbedingt. Also, weiß ich nicht, ob das hier so ein Game war, aber sie haben halt nichts, was auf die Krone wirklich basiert. Von daher ist es halt wirklich ein Carry Void, der... Ah ja, was hat der, ist das ein dreifaches? Ein dreifaches Scarlet Ult? Warum dreht sich Zylinder nicht um und stunt und hier? Schon wieder Chrono. Oh, Chrono, 5 Mann Chrono, holy crap! Holy crap, und die jetzt AP noch die AP, wunderbar. SD trifft das jetzt auch, war gut. Der Engage zu 0. Oh, zu 0, ein kompletter Teamwipe. Wunderschön. Warum sollte auch so hier fallen? Wunderschöne Chrono. Oh Mann. Oh, die richtige Entscheidung von SD da, Rushan zu machen. Ja. Slenderman geht zu 10 und wird gestompt. Nein, okay. Also es wäre die perfekte Möglichkeit, um von Rushan gekillt zu werden, wenn er ein bisschen vorgegangen wäre. Schade. Könnten auch versuchen mit einem in der Zwischenzeit schon mal... Noch haben sie Zeit, sie können noch versuchen den Bottom Tower zu nehmen. Ja. Wollen sie aber nicht. Wollen sie nicht. Ja, Mitte rauspushen. Mitte ist nicht so weit rausgepusht, dann braucht man länger, deshalb ist es halt immer besser Mitte zu gehen, anstatt Bottom. Wow. Die ist ein bisschen greedy, ich weiß nicht, AP ist halt down, Krone ist down, muss man jetzt nicht unbedingt. Aber diese Krone hat sie auf jeden Fall wieder zurück ins Spiel gebracht. Ja, 5 Mann Krono. 2 Teamfights. Ich weiß nicht, was Endforder wollten. Also sie hatten hier eine Trap, das heißt sie wussten, dass SD da ist. Die TA ist halt hier hochgechased. Und ja, alle sind hinterher gegangen. Also es war halt ein Anfängerfehler, ernsthaft. Nehmen sich in Top T1. Ja, können sie halt ohne Wird ein Vorwurf fallen lassen. Ja, Krono in 15. AP in 30. AP wird nicht rechtzeitig da sein, aber Krone wird da sein trotzdem. Aber NV, Smoke und hier wird gefightet. Und eventuell kommt die Krone genau zur falschen Zeit online. Also es ist ein bisschen zu wenig, außerdem ist Ronny gar nicht da. Kommt hier den Gage und Ronny kann halt nichts machen, als halt weiterfarmen, weil... Er hat nichts. Sie kriegt jetzt den ganzen Death Ward zu spüren, aber Krone ist jetzt wieder da und Krono dreimal. Krono, easy. Schön gemacht. Voll Warlord geht ja auch noch down. Die Waldo ist ein bisschen ein Problem. Megakill. Void. Na, lassen Sie die Waldo gehen. Ein schöner Spruch. Ich bin fast bereit zu sagen, dass in diesem Moment vorbei ist für NV, ja, weil das perfekte Item auf Bristleback BKB ab ist und es hat ihm gerade den Arsch gerettet in diesem Fight. Ja. Und er hat immer sein Quillspray rausgehauen. Das tut so weh. Tut so weh. Ja. Es ist interessant, dass tatsächlich dritte Team einmal in Folge. Ja, das ist funktioniert. Und das habe ich bei SD, bei so einem Teamverleih noch nie gesehen. Keine Ahnung. Bonnie ist on fire. Aber NV stellt sich halt auch in 5-Man Kronos rein. Warum engagen sie auch? Ne, sie hatten halt wirklich die 10 Sekunden noch die Krone. Das war halt wirklich gerade so, dass halt die Krone halt auch... Also, na gut, Freud ist halt schon Level 20, aber... Er hat gehofft, dass die Krone nicht online, weil sie nicht halt direkt danach engaged, trotzdem, weil die Krone genau dann online wieder reingesprungen ist. Das ist halt so... Tja. Jetzt ist man für NV in einer Situation, die man mit dem Lineup nicht haben möchte. Alle Lanes werden reingepusht, man ist leicht im Hintertreffen aktuell. Am Anfang, im Early Game, haben sie sehr, sehr gut ausgesehen, hätten da mit ein, zwei Pickoffs wirklich Roshan holen sollen und hätten dann ein bisschen sogar gesnowballt, dann wären vielleicht diese beiden Tower hier schon weg. Aber so wird das ein sicheres Ding für schönes Ding. Sieht's zumindest aktuell aus. Ich bin noch nicht Prizzleback hat mittlerweile wieder die Zeit seines Lebens, auch wenn er am Anfang ein bisschen langsam war. Carry hat gecarried. Sieht man selten in Dota. Kommt drauf an, also er wurde halt alleine gelassen.
Also SD hat ihm halt kein Space gemacht, sondern NV hat ihm Space gemacht. Ja, das stimmt. Und man hat nicht wirklich oft engaged. Probe hat einmal gezählt, aber. Das ist ein Force-Staff ready. Und 1500 Grad. Und sie haben immer noch die Aegis. In anderthalb Minuten jetzt. Ja. Reclaimed. Ah, Junkhawk. Kommt gerade wieder raus. Er hat aber Traps. Und Traps ist wichtig. Weil du siehst ja schon überall, dass die Traps halt schon sitzen. Und das ist. Ja, sie hätten auch versuchen können, auf ein Scarus Match auf ein Rod of AoE zu gehen. Ja, und ich meine, wenn sie den Wishshock da wirklich Position 4 spielen lassen, dann müssen sie dem auch irgendwo einen Farm lassen. Also. Trotzdem denke ich halt, ohne Setup für den Death Ward ist es nicht. Trotzdem ist das Spiel hauptsächlich. Okay, der Smoke wurde von zwei Traps und von der Griffith gesehen. Zumindest der Smoke-Effekt, wenn sie hingeguckt haben. Aber Hauptproblem für NV trotzdem, sie laufen in jede Chrono rein. Also das ist halt die zweite. Ja, sie engagen gut beim Tower, okay, aber sie engagen innen Void. Alle auf einer Stelle. Das ist einfach Unsinn. Die Supports kommen halt zu nah dran, glaube ich. Die Supports wollen halt quasi den hinteren haben und dann, keine Ahnung, Descent will halt den vorderen haben. Und dann stehen sie halt alle auf einem Fleck. Ich meine, sie haben es grundsätzlich richtig gemacht, dass sie erst den Cent reingehen lassen. Nur, ich weiß nicht, warum sie auf einmal alle herbeigekommen sind durch das Centaur-Ulti. Haben sich irgendwie beflügelt gefühlt, da reinzugehen. Ja, das ist halt so, du hast mal genug, du musst es halt auch machen. Du musst halt auch zu Not im Kreis laufen. Lauf! Aber genau, lauf in deinen Tod. Das ist Unsinn. Also schön abgewartet von Ronizzle da an der Stelle. Das war natürlich alles intended, ist klar. Naja, aber er hatte wirklich also absoluten Respekt vor dem Carry von Schönes Ding Moment. Echt. Ja, drei Teamwraps und dann diese wunderschönen APs immer. Wahnsinn. Die Wave of Terror tut dann so weh. Level 16 auf einer Vengeful Spirit 36 ist einfach geil. Ja, es ist einfach geil. Vor allem mit Force of Swap kriegst du halt wirklich jeden raus. Kriegst gar nicht selber vielleicht sogar raus. Ich habe jetzt noch gar nicht so auf den Rubik geachtet. Hat er schon einen schönen Spell gestealt? Ja, zum einen hat die Traps gerade, die halt komplette Vision für SD geben. Die haben halt einfach überall Vision gerade. Durch die Traps. Und zum anderen. Schöne Wards down. Ja, die Wards sind super. Und. Ja, gut, Death wurde so noch nicht ganz gemacht. Aber gut, ja. Stabil. Ja, kannst du diese Roshan-Uhr lesen? Jojo. Jojo, das kann keiner. Quatsch. In zwei Minuten ist es. Zweieinhalb Minuten ist es soweit und sie können. Ja, klar, das sieht man ja, weil die Striche und so. Ja, jeder Strich ist eine Minute, komm. Kriegst du hin bei einer Uhr, wo 12 Zeiger drauf sind. Wo hat es denn zum Beispiel angefangen? Oben, wo der Strich heller ist? Ja, eine Uhr fängt oben an, ja. Nein, ich meine, das wären ja 5 Minuten GDE gewesen. Das wären 1, 2, 3, 4, 5, 6 Minuten, verstehe ich nicht. Ne, das ist eine Uhr. Eine Uhr hat 12 Stunden. Nein, aber ich meine, man sieht nicht die Aegis Anfangszeit. Also, wo hat sie begonnen? Wann wurde sie gestohlen von Roshan? Bei 0. Das ist eine Uhr. Ja, aber das wären zu viele Minuten. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ja, das ist halt eine Uhr und keine. Also es ist keine Aegis-Uhr, das ist eine Uhr. Also für Zuschauer, ich denke, wir sind uns allein, dass man diese Uhr nicht lesen kann. Das ist eine Uhr, verdammt. Warum kannst du keine Uhr lesen? Don't blame me. Bei 5 hört halt irgendwie, oder bei 4, ne, bei 5 oder 4 hört die Aegis auf und dann halt hier bei. Kannst du das deutsche Schulsystem bitte blamen dafür, nicht mich? Was? Warum kannst du keine Uhr lesen? Das ist deine Schuld, wenn du keine Uhr lesen kannst. Ja, kommt halt vorne. Ping und sie lügen, haben keine Lex. Nein. Ja, genau. Genau. Weil der Ping zu einem bestimmten Zeitpunkt ist immer ausschlaggebend für Lex. Vor allem deiner. Ja, nein. Ich habe ja nicht meinen Ping geguckt, ich habe jeden Ping geguckt. Oh, wo ist diese mit dem Assault-Kiras schon? Dürfte der Tower ein bisschen schmelzen jetzt. Steht halt da. Vor allem hat 30 Armor und 2000 Leben. Und hat durch den Rubik 40 Magic Resistance plus BKB. Halt auch sie so. Brauchen eigentlich keine Angst zu haben im Moment für NV. Sie können Off-Season nicht bursten, ja, deswegen ist korrekt, dass sie halt da stehen. Stehen. Sie müssen ja halt trotzdem warten, bis die Queen wieder da ist. So, stehen jetzt hier. Rubik hat im Moment keinen Spell, schade.
Ja, das ist das Schöne, er kann halt. Sie könnten auch versuchen, den Swap rauszukriegen und dann Ventual sterben zu lassen und dann nehmen sie einfach die kompletten Set of Rex unten. Ja, das ist halt schön, sie machen es halt nicht greedy. Der Troll, wie viel gibt es denn Minus da, wenn sie stirbt? Machen es halt schön. Upsi, sie geht dann einfach mit der Küche freien, haut ein bisschen mal auf den Tower, wo es halt ja, safe sie ist. Sie haben auch absolut gar keine Not, da was zu forcen, das stimmt schon. So. Jetzt halt Tower down, Slow Siege. Nicht, sie können nicht. Immer nicht zünden, sie können nicht. Wenn die wieder weg sind, gehen sie halt einfach wieder weg, ist ja gut. Oder wenn Upsi sie low wird, hat er mit der Regeneration eh. Jetzt gehen sie rein. Schön zurück. Ja. Dann aber noch eine. Guck, der Void wartet ab. Wartet ja, ab. Super. Wartet ab. Das sind noch alle genau volles HP. Und hat immer noch volle HP. BKW, aber ja, ist zu lange, müssen jetzt irgendwas tun. Andererseits ohne die Krone hätten sie es halt auch den Fight gewonnen. Dann hätte ich halt den Solo geholt. Oh, und schön, dass Kira. Schön gemacht. Ganz ehrlich, versucht ihn Doppel-Buyback. Buyback müssen sie tun. Aber jetzt sind halt auch alle Dinge von SD down. Refresh da AP. Faction Shadows of Rubik. Jetzt kommt's. Blink. AP schön. Und rausgesucht? Nein. Dieback vom Troll. Dieback vom Troll. Bonnie ist down. Wo ist die Aegis? Der Aegis ist Quickland. Ja. Stimmt, stimmt aber trotzdem. Der Prisselback geht noch down. Den Prisselback kriegt man einfach nicht mehr down. Ja, ups, dieses hätte es alleine. Gut, jetzt nichts. Vierter Team Wipe. Und auch der Tower kann Prisselback auch nichts anhaben. Und wieder 3.000-4.000 Gold. Ja, XP auch die Venge. Auch die Venge. Guck dir mal im Fight Recap die XP an. Hat alle Templar Assassin bekommen, 6.000 XP. Und dann ist sie gestorben und braucht 100 Sekunden. Er ist Level 24, höchstes Level im Spiel. Bei weitem. Bringt ihr halt nichts im Moment. Ja, außer einen längeren Respawn-Timer. Danke. Ja, danke, danke. Nimmt man gerne nicht. Eventual geht's im Moment richtig gut. Ja, 4.220. Sehr schön. Entweder ist es halt der Blink oder sie geht halt auf Yasha. Oder Deso. Wir haben noch kein Deso, könnte auf Deso gehen. Ihr ist wirklich egal. Also, ich glaube, der Venge ist jetzt. Für sie ist echt egal jetzt. Was nehme ich da? Ich nehme Blink. Deso. Ja. Du hast halt hauptsächlich eine Krone. Wenn du eine Krone triffst, machst du halt Rubik, auf jeden Fall Blink. Drei Blinks ist schon geil. Ja. 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 So, das heißt, ich lese die Uhr. Achtung, 1 Minute, 10 Sekunden, 20 Sekunden, so rum, ja? Stimmt das? Ja, eine Minute noch so. Okay. Obwohl, nee, gar nicht. Das ist ja gar nicht bei dem Strich. Ja, er ist halt jetzt irgendwie 40 Sekunden ungefähr. Okay. Aber es ist halt bei 11 hört es halt auf, da die Aegis halt nicht länger als 11 brauchen kann. Hat die Uhr halt einen Zeiger zu viel, ist halt eine ganz normale Uhr, was halt die meisten Leute können sie dadurch einfach lesen, weil es eine normale Uhr ist, die meisten Leute lesen können, weißt du. Up the shot, fuck Yoda said. Ja, Yoda. Level 23 auf dem Void, Butterfly. Wieso baut Troll auch eine Skadi, wenn schon eine Skadi im Game ist und er hat immer noch kein BKB? Ja, das ist ein gutes Start-Item. Außerdem, wenn sie halt nicht auf alle auf eines hauen, das ist okay. Aber ja, BKB ist halt so ein Ding. Da haben wir halt ein bisschen viel Magical Damage SD. Also ich finde es ein Fehler, dass kein BKB gebaut wird an der Stelle. Ja. Du hast ja die Indus-Rune und... Oh, er hat auch kein BKB. Ja, Rubik lift, nicht so ganz. Wenn du das willst, dann... Skewer... Rush uns ab. Ja, Basher von Sneezy, easy. Ja. Easy, und es gibt sogar einen Basher. Also, eine Abyssal Blade plus direkt. Free Roshan. Ja, SD ist gerade auf eine viel zu reich. Viel ja, zu es reich. Ja, es hat gewonnen. Ja. Muss man leider so sagen, auch wenn das ein bisschen doof jetzt ist für NV sowas zu sagen, aber... Nö, also an dem Spiel kein, ich sehe keine Möglichkeit für die mehr zu gewinnen. Auch, SD kann feeden. Aber, Throne. Jo, aber 3-4 mal und dann ist erst ja, wieder... Ja. Also, 4 Team-Wipes aufzunehmen ist schon... Aufzuholen ist schon krass. Ist schwierig. Ja. Ist das so schön, dass Reeks erstmal auf sogar die Ward gegangen. Vor. Ah ne, ja. Okay, hab schon gedacht. Auf die Ward auf die Trap gegangen und haben dann den Smoke gezündet. Aber, ja gut, das kann ich nicht wissen. Oh, die Waldo ist geblinkt. Dum-dum und tot. Schön Smelt, Mad Strike, oh. Jetzt wird man Mad Strike. Ja, jetzt nein, also Krone auf 3. Dum-dum. Aber Death Ward wird reingezündet. Wunderschön gemacht. Das Problem ist, der Death Ward macht halt nichts auf Level 2. Das interessiert sie auch gar nicht. Wie weit vorne sind die Grafen? Sind bei 25.000. Er hätte sogar den Death Ward noch klauen können, wollte er aber nicht. Oh. Warum?
Ja, er hat Meld. Halt. Die Frage ist auch, was macht Centaur da jetzt gerade? Er kann nur noch wegrennen vom Fight und zugucken, wie die Base schmilzt. Ja, bei ihnen SD für Chasey, ne? Also, dass dann halt irgendwie Rex hier zu finden und trotzdem halt Leute chasen. Na gut. Oh, jetzt gehen sie direkt hoch und GG-Push. Ja, sollte vorbei sein. Ja, sie können ja eigentlich callen. Guck mal, da kommen schon die Troll-Wards raus. Ah, da kommen die Wards, ja. Ja, das sind die Imba-Wards, also die können echt ein Spiel gewinnen manchmal. Ja, wenn Leute hier unbedingt die kaputt machen wollen. GG kommt raus. 45 Minuten. Schön. Ja. Schöne Landing-Phase von NV, muss man echt sagen. Ja, er hat auch schon einen Becher noch rumliegen. Ich glaube, ein Disseblade fehlt ihm auch noch irgendwo. Oder er hatte, glaube ich, einen Becher wird verkauft, deshalb hat er noch 4000 Gold. Becher? Ach nein, wegen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, aber NV ist dein eigenes Verderben gerannt. Muss man einfach sagen. Ja. Faceless Void und Magnus. Schöne Kombination gespielt, wirklich schön gemacht. Ja, aber ich denke mal, NV hat auch an Erfahrung gewonnen. Dadurch. Nicht zusammenstehen. Ja, und vor allem die Ultimate Choices haben mir überhaupt nicht gefallen. Muss man einfach nochmal so sagen. Guck mal, Centaur hat am Ende gar nichts. Doppel-Skadi, also warum Troll-Skadi? Keine Ahnung. Templar Assassin, Deso fehlt mir immer noch. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, naja. Jesus Situation. Nun gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war schönes Ding gegen NV in der John Dodd League Season 5 Division 5. Hier geht es um 18 Uhr, also in 40 Minuten, also nicht ganz hier, aber hier im Stream geht es um 18 Uhr weiter mit dem Imperium gegen die Rebellenallianz. Also Empire vs. Alliance in Joy Dota Masters, Best of 5 bis in die Puppen. Und mal schauen, ob Yoda Loda gegen das Imperium gewinnen kann. Aber es geht auf Dailymotion weiter, weil Dailymotion sponsert Joy Dota Masters. Von daher, join me at Dailymotion letzte Saison oder guckt auf Joy Dota den Stream an. Und man hoffentlich sieht man sich dann wieder. Das war's hier. Wie gesagt, 40 Minuten geht's weiter. Jetzt ist es on Dota, könnt ihr mir followen oder halt weiter in den Twitch-Stream gucken. Und wenn ich demnächst mal wieder mit Felix casten werde. Bis Vielen dann, Dank für die Möglichkeit. Bis dann. Ciao.